Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal Tabletop. Das ist ein Paket, das habe ich bei Messer und Co. bestellt. Dirk Wanger. Dirk, bekannt in der Messerszene, da brauche ich glaube ich nicht mehr drüber reden. Messer und Co., der hat ja seine eigenen Messer auch schon mal aufgelegt. Ich habe schon ein paar für ihn reviewt oder von ihm reviewt respektive. Heute ist das ein Messer, das, oh ja, ich scheue mich nicht, meine Adresse zu zeigen. Ich habe heute Sprachstörungen. Herr Brehm, Arthur, Paul-Müller-Straße 13, Troisdorf. Da habe ich bestellt für den Jake von Canadian Cutting Edge. Kennt ihr den? Falls ihr den nicht kennt, abonnieren. Ist Englisch, ich weiß, aber der Junge ist einfach gut. Außerdem, ich habe hier neulich mal mit ihm ein 2-Stunden-Videotelefonat geführt. Ich muss Audio- und Videospur noch zusammenmuxen, so nennt sich das. Oder nannte man das früher mal in der Raubkopierer-Szene, wenn man Filme gerippt, nicht gerippt hat, sondern wenn man die bei Emule oder sowas zusammen runterlud. Aber da wollen wir nicht drüber reden. Das habe ich nicht gemacht. Ein Freund von mir hat mir das mal erklärt. Der hat tausende Videos gehabt. Aber ich gar keine Zeit für so einen Quatsch. Also für Jake von Canadian Cutting Edge. Jake, your package is there. And now, let's open it. Also, Dirk ist immer bekannt für seine Goodies. Das ist übrigens nicht so gekommen. Da war noch ein bisschen Papier dabei. Aber diese Art der ja, Ladungssicherung, hätte ich fast gesagt, finde ich sehr genial. Mr. Tom, die lieb ich. Die habe ich als Kind gerne gegessen. Oder als Jugendlicher. Als Kind schon. Den 70ern. Aber die schicke ich dem Jake mit. Das sind seine. Und auch hier die Popcorn. Ich finde Popcorn als Ladungssicherung echt genial. So, gucken wir mal kurz drüber. Livershing, hätte man in Köln gesagt, Herr Brehm, Arthur. Real Steel, G-Slip, VG10, Stahl. Olivenholz ausgesuchte Maserung. Bestellt durch Bremen und Bearbeiter Selina Unkel. Selina ist ein wunderschöner Name. Ich bin mir sicher, die ist genauso schön, wie sie heißt. Ich weiß ja nicht mehr, was ich bezahlt habe. Ja, auf jeden Fall, der Jake hat es mir vorab überwiesen. Per PayPal. Und dann habe ich das für ihn bestellt. Gut. Gehen wir mal auf das Päckelchen ein. G-Slip Olive Wood Stock Number. Schick-Dicker. Kennt ihr das? Schick-Dicker. Yellow war es. Baum, baum. Schick-Dicker. The Race, glaube ich, war das. Glückwunsch zu dem guten Eisen. Ich wünsche lange Freude an dem Messer. Hier noch als kleine Aufmerksamkeit ein sehr guter Mischmetall-Ferrocerium-Feuerstarter. Nicht zu lange in die Funken schauen, da diese extrem hell anbrennen. Ich würde da gar nicht reingucken. Vor allen Dingen nicht von vorne, wenn die angeschossen kommen. Das könnte Irritation mal an den Augen hervorrufen. Wie die funktionieren? Am besten bei YouTube mal Feuerstarter eingeben mit dem Klingenrückengang. Kann leichte Spuren auf der Klinge hinterlassen. Leichte Spuren ist gut, das kann eine Klinge ganz schön zerstören. Vor allen Dingen unten an der Schneide, das wird dann ein bisschen übel. Also Klingenrücken. Oder mit einem Stück altes Eisensägeblatt zur Not funktioniert auch ein harter Stein. Guten Gruß und einen schönen Tag, Dirk. Also der Dirk immer da an Goodies beilegt. Ha. Dann haben wir hier G-Slip. Legen wir mal auf Seite und gucken uns mal hier an, was sie da alles haben. Das sind wohl die aktuellen Modellchens. Das Echo. Boah, das sieht aus, als wenn das der Mikkel Willumsen gemacht hätte. Archangel, also Erzengel. Megalodon Fossil, schönes Messer. Rockot, Sidus, G Mark II, also G5 Mark II, also Mark ist die, könnte man auch im Englischen übersetzen ins Deutsche, Version. Ja, also das Pelikan,
Das gefällt mir persönlich nicht so gut, aber ist egal. Das G-Slip gibt es hier in diversen Ausführungen. Das Ippon, sehr cool. Das Shade und das Luna. Und da sind, das nennt man Explosionszeichnungen. Ja, also sehr gut. Gefällt mir gut. Da kann man sich dann auch so ein bisschen was drunter vorstellen und so weiter und so fort. Ja, also sehr gut. Gefällt mir. Das gefällt mir. Wunderbärchen. So. Real Steel ist ja auch dafür bekannt, dass sie ihre Sachen immer sehr gerne gut verpacken. Wir haben hier ein schönes Reinigungstüchlein. Und dann haben wir das Schätzchen. Oh. Ich gehe mal näher. Da haben wir das Schätzchen. Nur der Fokus will nicht. Fokuze. Vom, da ging die Tür zu und die ist zu. Meine Nachbarn sind gut. Die kommen aus einem Land, wo man das, den Müll aus dem Fenster schmeißt. Das sind die, denen ich ab und zu mal den Strom abdrehen muss, weil die mir auf die Nerven gehen. Abends um 10 Uhr noch Tamtam machen, wenn ich auch schlafen muss. Naja, gut. Olivenholz, gucken wir uns erstmal die Maserung an. Schön. Ja. Ist aber jetzt kein echtes Pärchen. Also so sagt man in bei den Herstellern, wenn die wirklich so ausgesucht sind, dass die zueinander passen, dann ist das ein Pärchen. Otter gibt da sehr viel Wert drauf, das kann ich mal so sagen. Und hier schöne Olivenholzmaserung, das gefällt mir gut. Achsschraube. Schön überdimensioniert, gefällt mir gut. Der Backspacer, Backspacer, die Feder, die Rückenfeder, mei, oh mei, oh mei. Steht ein bisschen über, das macht gar nichts. Aber das ist wohl auch designtechnisch so gewollt. Ja. Sehr schöne Arbeit, gut gemacht. Klappen wir es mal auf. Ja, wir haben hier eine Schweißrille. Und eins kann ich euch sagen, das Messer ist scharf. Ja, das gefällt mir nur. Umso besser. Oder Louis Finney hätte gesagt, umso better. Helmut Kohl hätte es wahrscheinlich auch gesagt, ich muss das heute mal so ein bisschen improvisieren. Ich bin ein bisschen spät dran heute. Ich wollte euch das Video heute noch vorstellen oder zeigen. Muss ja noch ein bisschen bearbeiten. Und dann kriegt das der Jake morgen geschickt. Hey Jake, I will make it to the post office tomorrow and send it to you. And then I can have the time. I hope so. To send another good friend of mine, a few of my favorite knives, Joe from MesserHQ.com, or MesserHQ, I'm sure you know him. I know he knows you. Okay, all right, so I go further in German. By the way, Jake, if you like to, leave a comment, how my... how is my English? Yeah, some German people say I'm a terrible English-speaking people guy, and I'm pretty sure they are right, but I don't know. So, jetzt holen wir uns mal hier das Blättchen zur Hilfe. Also der G-Slip, Locking Mechanism, Slip Joint, 42A-konform, allerdings nicht Waffenverbotszonen konform, außer man hat einen kleinen Waffenschein. Der Herr Brehm hat den. Und solange man sich nichts zu Schulden kommen gelassen hat in den letzten, weiß ich nicht, 50 Jahren in meinem Fall, dann kriegt man den auch. Kostet halt 50 Euro. In manchen Ecken ein bisschen mehr. So, ihr hört, ich bin heute ein bisschen angekratzt. Nein, kein Corona. Ich muss da leider was gestehen nach der Trennung von Frau Brehm. Ich sage demnächst einfach jetzt meine Ex, habe ich wieder das Rauchen angefangen. Ja, ist halt einfach so. Aber ich habe auch jetzt mittlerweile 7 Kilo abgenommen, seitdem wir getrennt sind. Gut, aber das nur so nebenbei. So, Locking Mechanism, Slip Joint. Blade Steel,
VG10, also VG10. Klingenlänge 88 mm. Blade Thickness, also Klingenstärke 2,4 mm. Holz, Olive Wood, Open 200 mm. Weight 64 Gramm. Das Messer ist in der Tat ein echtes Leichtgewicht. Rückenfeder ist gut stramm. Jetzt nicht zu stramm und guck mal hier rein. Seht ihr das? Seht ihr das? Mal das Licht ein bisschen näher holen. Zack. Das Ding ist innen drin so poliert. Wahnsinn. Wir haben hier drin die Liner noch ausgefräst. Also in den Griffschalen drin haben sie es ausgefräst, um dann die Liner da reinzupassen. Also die sind schön versteckt da drin. Ja. Und wir haben hier einen Aufschlagschutz. Ja. Achsschraube. Klasse. Ostab Hell Design. Noch nie gehört, aber ich muss gestehen, ab und zu kann ich auch nicht alles. Und in letzter Zeit habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Ihr wisst ja warum. Ich war ein bisschen down. Downtown. Ja. Nochmal. Jetzt mache ich es einfach mal in eine andere Richtung. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn ein Messer in eine Richtung gut schneidet und schneidet dann in die andere Richtung nicht gut, das liegt dann wirklich daran, dass die Fasern im Papier anders liegen. Und Holz, ne? Ist ja nun mal Holz gewesen. Und wenn die Fasern da noch drin sind, dann schneidet das nicht mehr richtig. Gut. Den Zündstall würde ich jetzt hier mit vielleicht hier in der Kante abziehen, aber dann kriegst du hier Brandflecken drauf. Aber gut, das ist halt ein Goodie vom Dirk. Da kann man. Oh, aber ich denke, im Notfall würde ich es wahrscheinlich hier vorne mit abziehen. Da, wo die Schweißrille hier ankommt. Und dann geht das. Dann müsstest du es allerdings so packen. Das wird dann. Da muss man aufpassen, aber ist egal. Schön Flachschliff. VG10. Ich weiß ja nicht mehr, was das gekostet hat. 160 Euro? Dirk, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ein tolles Ding. Gefällt mir sehr gut. Wir haben einen Stopp. Zack, der ist hier vorne. Und dann klappt das Ding ein. Wie gesagt, wir haben einen Aufschlagschuss. Es kommt also, schlägt nicht im Heft auf. Und ja, übrigens, was ihr da hinten hört, das ist der ICE. Der fährt 500 Meter von meinem Haus weg. Und ich habe die Fenster offen bei. Was haben wir draußen? Ja, 2 Grad habe ich das Fenster auf. Ja gut, Tiefkühlfahrer halt, ne? Ah, ein schönes Ding. Die tolle Hand. Für härtere Aufgaben. Ihr seht hier, das Holz ist, bewegt sich noch. Ich würde jedem raten, das auch tatsächlich mit Öl zu behandeln. Olivenöl geht auch. Ja? Und nein, das wird nicht ranzig. Ich habe das schon seit Jahren so gemacht, dass ich Olivenholz mit Olivenöl einreibe und lasse es trocknen. Dann arbeitet das Holz nicht mehr, aber das sieht gut aus. Nee, man riecht nichts. Ich rieche halt nach Schreinerei. Ja, also okay. Jake, great knife, great choice. Congratulations, buddy. Und damit bin ich eigentlich schon fast am Ende. Großartig benutzt habe ich es nicht. Klar, ich habe ein paar Schnitttests gemacht und so, aber da muss man, glaube ich, bei VG10 Real Steel braucht man eigentlich nicht lange überlegen. Das ist gut investiertes Geld. Ich hatte ja mal ein Problem mit Real Steel. Die waren so peinlich davon berührt, dass sie mir ein Messer geschenkt haben. Und das finde ich gut. Wenn die Firmen sich entschuldigen, sagen hinterher nicht, das war aber nicht so original, was sie da gemacht haben. Da sind sie selber dran schuld. Also ich finde es immer gut, wenn eine Firma dann in Reminiszenz geht und überlegt so, da ist was nicht richtig. Also ich meine, Batoning mit einem Klappmesser ist nun mal nicht unbedingt jedermanns Sache. Manche sagen, das Messer ist nicht dafür geeignet, aber ich teste die Messer auf meine Art und Weise. Das würde ich jetzt bei dem natürlich nicht tun.
Aber es gab auch schon mal von einem deutschen Hersteller Messer, die eingeklappt sind. Und er war einfach nur angepisst. Nun gut. Die Phase hier, die ist poliert. Also das Ding ist, hat Leder gesehen. Oder wie auch immer. Toll gemacht. Tja. Tolles Ding. Gefällt mir sehr gut. Real Steel. Ach, übrigens. Mittig. Ja. Toll gemacht. Real Steel. G-Slip. Vichiten. Olivenholz. Toll. Packt das jetzt wieder ein und dann geht das nach Kanada zu Jake. Jake. Hope you enjoy your knife. So, was gebe ich dem Messer? Das ist ein voller Zehner. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wie immer gilt, tschüss, Mariut, schwenkt den Hut, tschüss ab und schwenkt die Kapp. Ach, und heute einen schönen Gruß an meinen lieben Kollegen Pasquale Amato, mit dem arbeite ich seit über 13 Jahren zusammen. Der müsste jetzt wieder im Krankenhaus liegen. Der wird an der Wirbelsäule operiert. Dem haben sie durch die Kehle, ich weiß gar nicht, wie das geht, durch die Kehle haben sie den auch an der Wirbelsäule operiert. Der hat mehrere Bandscheibenvorfälle. Ist ein unheimlich lieber Kollege. Da habe ich noch nie Streit mit gehabt. Aber ich kann immer gut mit ihm lachen. Also, Pasquale, gute Besserung. Und lass es dir gut gehen. Und wenn du eine schöne, naja, du weißt schon, Krankenschwester vor dir hast. Trau dich was. Nee, der ist treu. Ist zwar Italiener, aber der ist treu. Der liebt seine Frau. Freundin, Lebensgefährtin. Bei Frau Brehm hätte ich jetzt sagen müssen, Lebensabschnittsgefährtin. So, das Leben geht weiter. Und der Brehm macht weiter. Und, ey, 7 Kilo seit der Trennung. Aber 10 Kilo seit Ende November. Wow, ich bin gerade eben noch auf der Waage gewesen. 99,9 Kilo. Ich hatte in Spitzenzeiten 110 Kilo. Ich weiß jetzt nicht, war es Glücksspeck oder war es Kummerspeck? Na gut, Frau weg, Kilo weg. Ende gut, alles gut. Tschüss, Madiot, schwenkt de Hut, tschüss so ab und schwenkt die Kapp. Ich alter Schnabbelsack. Ciao, ciao.